So, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, ich werde heute nicht den kompletten Weg nochmal aufnehmen, den ich letzte Folge schon gegangen bin, sondern es wird einen kleinen Timeskip geben. Ich werde den ganzen Spaß dazwischen machen und danach bewege ich mich Richtung Saffron City, Saffronia City. Ich glaube, ich schmeiß gerade Deutsch und Englisch durcheinander. Danach geht's wie ganz normal weiter. Ich werde versuchen, auf das einzugehen, was mir geschrieben wurde an Kombinationen, und damit viel Spaß und Timeskip! Was? The fuck, Alter, wie findet man denn fucking Arktos einfach mitten im Gras? Ich weiß nicht, was ich machen soll, ohne es zu töten. Komm. Please. 1, 2, 3. Go. Oh mein Gott, ich hab einen fucking Arktos, Alter. Was ist denn euer scheiß Problem eigentlich? Harry, do your thing. Alter, wie kann man denn aus Versehen Arktos finden? Oh, fick dich. So, ich müsste jetzt bei einem der beiden Trainer angekommen sein, bei dem das Spiel gecrashed ist. Ich weiß nicht, ob es er war. Ich glaube, der war da oben. Ich habe schon mal vorsichtshalber gespeichert. Ich hoffe einfach, es passiert nicht wieder. Wenn ich einfach nicht nochmal mit ihm rede, kann das Spiel nicht crashen. Oh mein Gott. Warum schwimmt hier Nidorino? Genderball. That's sexist. Wabba labba dabda. Oh mein Gott, es ist Rick. Fuck, durch den. Der hat bestimmt übelst dumme Viecher gehabt. Okay, er hat auch im Random mal so übelst dumme Viecher. Beiras. Ach, Lapras mit dem Endivier-Entwicklungsvieh. Er hat echt coole Viecher. Das sieht aus wie Loch Ness, nur in Crank. Loch Fresh. Und rum. Wunai. Wow. Wow. Das Vieh sieht aus wie ein fucking Hipster. Ich habe das Gefühl, das Vieh will mir gleich irgendwie vegane Burger andrehen. Er hat 6 Pokémon. Oh, das werden doch alles One-Shots sein. Oh, hat eine Hose an. Verbringt das überhaupt was? Okay, ja, nein, Moment. Sorry, dass ich mich hinterfragt habe. Raltata. Oh mein Gott, das sieht aus wie so aus so einem japanischen Horrorfilm. Was denn Dragotar? Hä? Es ist irgendwas mit Dings drin, mit Stein. Nur meine Elektroattacke hat nichts gebracht. Das ist cooler, als es Berechtigung hat. Ich versteh's nicht. Was sind das? Spinne mit Ladybug? Ich hab der Tochter vom Arena-Leiter von Fuxania City einen Weg freigemacht. Und soll ich da hinkommen? Das ist ein bisschen zu spät, Mädel. Togefree. Das klingt wie eine Bewegung oder sowas, aber what the fuck? Was wirklich? Ich dachte, ich muss nur irgendwem wieder Wasser geben oder so. Wieso hat er so ein ganz weirdes Fetischteam? Was machen die denn alle eigentlich? Oh mein Gott, er hat Schaden an Alben gemacht. Das ist so dumm. Er macht einfach an Alben Schaden. Alter, ey. Der hat 100 Pro Sex mit seinem Pokémon, so wie das aussieht. Der hat die nicht zum Spaß gemacht. Also, doch, eigentlich schon. Ja, das ist das Kampfgym. Ich mache das Kampfgym noch und danach beenden wir diese Folge.
Ich muss nur gucken. Ah ja, vom Team her müsste das passen. Ich guck das jetzt immer zusammen. Zusammen. Repusche. Oh fuck, die haben ja echt. Die haben ja Level. Holy fuck. Mach die Krähe kaputt. Oh nein. Hört auf, mein Jodoir anzugreifen. Reicht das? Oh, zum Glück. Oh mein Gott, was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Power Ranger. Und es ist tot. Wie viele hat der eine Dude denn? Du kannst dein Gesicht nicht einfach auf die Brust machen. Aber er ist manly. Hab ich aus Versehen den... Ich glaube, ich habe aus Versehen den Main Dude getriggert, oder? Level 47. Er ist selbe Level wie ich. Also das könnte mal ein interessanter Fight werden. Wo ich mal actually Attacken einsetzen muss. Rio Red. Es ist gut, dass das Vieh sich die ganze Zeit bufft, aber es ist, stirbt halt dabei. Kann ich gegen beide kämpfen? Oh gut, es hat beide getriggert. Ah, okay, das war nicht der. Zum Glück. Das Scarabeus Shiggy ist echt nice, aber... Oder ist das ein Bulbasaur? Och, ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Ah, die sind schon wieder übelst unterlevelt. Schwieriges Thema, schwieriges Thema. Ein Chanera mit allem ist, glaube ich, witzig. Ich glaube, für den letzten Fight switche ich zu meinem Agrio. Ich kann mir von drei Pokémon was aussuchen. Oh, das wird episch. Das bedeutet, ich kann wieder nice Kombis machen. Das ist verwirrend. Das war mehr Schaden als erwartet. Salavaraf. Ich glaube, langsam geben sich die Viecher nicht mal mehr Mühe. Das war nichts. Ich habe ein Problem. Oh, ich habe vielleicht Glück, oder? Conjured War. Was ist denn das Pokémon, das aussieht wie ein... Ich meine, der Grundtyp davon sieht schon aus wie ein Power Ranger. Wo reicht das? Reicht das? Das reicht nicht? Tötet sich's? Nee. Komm. Goldress gibt den Rest. Es passt nicht mal ins Bild, so huge ist es. Episches Tier. Okay. Ach fuck, ich sehe ja gar nicht, was es richtig ist. Himon Top. Ja, wir nehmen das Himon Top. Das ist hier dieses Capoeira-Vieh. Ich habe einen Pfandbi bekommen. Ich habe den verfickten Elefanten. Das war mir schon wieder genug Spaß. Also nicht. Weil ich es wieder geschafft habe, am Ende dann doch irgendwas Dummes zu bekommen, was ich nicht brauche. Wie er waddelt, wenn er rennt. Also, eine Sache mache ich noch. Und zwar den Reverser auf Agrio. Mal gucken, wie es andersrum aussieht. Vielleicht wird es geiler. Vielleicht wird es geiler, ich hoffe es. Genauso scheiße. Ich weiß nicht, warum du die Kombi unbedingt wolltest, aber dein Ding. Dein Ding. Das mit dem King Latour mache ich nächstes Mal. Habe ich jetzt einfach keine Lust zu. Aber damit du es nochmal gesehen hast, also ich habe mein Dragonier.
immer noch. Ich habe ein neues Relaxon. Also habe ich jetzt zwei Relaxen. Ich habe einen Doppelkopf. Golem ist immer noch ziemlich nice. Und wo ist denn das, was ich eigentlich wollte? Genau. Arktos. Also, wenn damit nichts Krasses passiert, bin ich echt mad. Außerdem... das. Warum auch immer. Mit diesem Level 40 Funpi. Miau, miau, miau. Ciao, Kakao.